Hi Wiebke, schön dich hier zu haben zum zweiten Mal. Du stellst uns deine zweite Session zum Corporate Learning Practice Camp vor. Langes Wort. Was bringst du uns denn als zweites mit? Ich würde gerne eine Session zu ChatGPT machen. Also ich bin ChatGPT. selbst ungefähr, ja, das Hype-Thema überhaupt. Ich benutze ChatGPT selbst so seit Anfang des Jahres und finde das durchaus ein interessantes Tool, wenn ich mal kurz ein Brainstorming machen will, um was zu suchen. Also nicht als die Wahrheit, sondern einfach um auf Ideen zu kommen. Auf jeden Habe aber auch Fall. schon eine Menge zu gelesen und habe auch so Sachen gelesen, wie dass Menschen ChatGPT schon ganz erfolgreich für kollegiale Fallberatung eingesetzt haben oder für den sokratischen Dialog. Das heißt, ChatGPT nicht einfach nur als ein Antwortgeber, sondern eher so im Dialog beziehungsweise tatsächlich auch Fragen stellend. Beim sokratischen Dialog wäre ChatGPT derjenige, der die Fragen stellt oder diejenige, wissen wir ja nicht. Ich habe da schon ein bisschen was ausprobiert, aber wenig erfolgreich. Und würde gerne mal mit den Teilgebenden, wer halt Lust hat, dazuzukommen, mal weiter probieren, was geht denn da? Was geht denn da? Das ist Ja. ja genau das, was wir eigentlich probieren wollen, oder? Genau. Ja. Super. Das klingt auch nach einem super spannenden Thema. Was können wir da mitnehmen und müssen wir uns irgendwie vorbereiten? Also mitnehmen kann jeder ein bisschen mehr Erfahrung mit ChatGPT. Was Das klingt funktioniert und gut. was funktioniert nicht, also auch wo sind die Grenzen? Ja. Und wenn wir das hinkriegen mit so sokratischem Dialog oder kollegialer Fallberatung, natürlich auch ein geniales Tool, um mal selbst die eigenen Gedanken und Ideen zu hinterfragen, wenn ich gerade Sehr niemanden spannend. habe, der mir als Sparringpartner dienen kann. Ja. Mitbringen natürlich irgendein digitales Device, auf dem man ChatGPT benutzen kann. Also irgendwas, was einen Browser drauf hat. Das kann ein Smartphone sein, wenn das Tippen auf dem kleinen Ding einem nicht so blöd ist. Das kann aber auch ein iPad sein oder ein Laptop, was die Leute halt Okay. dabei haben. Und Idealfall ChatGPT-Zugang Und ein wahrscheinlich, ne? ChatGPT-Account, den es ja kostenlos gibt. Ja, schon mal gut. Ja, super. Das klingt doch super spannend. Wichtiges Thema nach wie vor. Und ich bin gespannt drauf. Ich auch. Vielleicht kriegen wir es dann Lieben hin. Dank. Ja, bis dahin. Lieben Dank dir für die Vorstellung und dann sehen wir uns beim Camp bei der Session. Ciao, Bis dann. ciao. Ciao.